So, also, ich bin jetzt in jedem Raum nochmal rein, weil wir kriegen die Tür über uns einen Moment nicht auf. Dann habe ich gesehen, wir haben diese beiden Babys hier. Kann man die kombinieren? Ah, weil ich denke mal, die müssen da oben irgendwie in den Raum rein, aber wir haben keinen Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Was machen wir jetzt? Wie sollen wir da reinkommen? Gut. Dann gehen wir eben noch mal wirklich in jede Ecke rein. Fangen wir hier unten an. Hier unten sind weniger Räume. Hinter den Schreibtisch kommen wir auch nicht, ne? Wenn das hier überhaupt ein Schreibtisch, ja, es ist ein Schreibtisch. Ein leerer Kamin. Weil wir haben absolut gar nichts, um diese Tür da oben zu öffnen. Bah, 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 eklig. Was ich aber mittlerweile bei Becky wieder drin habe, ist rote Chemikalie. Ich habe nochmal nachgelesen, wenn wir nämlich Rot und Blau jetzt mischen, kriegen wir Schwefelsäure. Brauchen wir das vielleicht? Gab es hier irgendwo ein... Gab es hier irgendwo einen blauen Behälter? Also ich weiß, oben ist noch ein grüner. Aber dann kriegen wir ja wieder nur den Verdünner raus. Wir brauchen Blau. Und ich glaube, es gab hier unten nirgendwo einen blauen Behälter. Also das hier ist rot. Das sieht man ja. Und hier auf dem Gang war kein Behälter. Nein. Und oben war meines Wissens nach auch kein Behälter mehr. Oben, wo die Kirche ist. Ich meine, wenn alle Stricke reißen, müssen wir da nochmal nachsehen gehen, aber ich würde es ehrlich gesagt gerade noch nicht tun. Nur wenn es unbedingt sein muss. I am stuck again! Naja, und hier das blaue Kraut habe ich mir jetzt mal gedacht, scheiß drauf. Ich werde es bestimmt noch bereuen. So, hier sind wir ja mit dem Endhaken damals hoch. Right. Okay, dann gehen wir oben nochmal nachschauen. Ich habe übrigens in weiser Voraussicht gespeichert gerade. Sprich, wir werden noch mal oben alles nachgucken. Ich weiß ja, wo der grüne Behälter ist. Vielleicht bin ich auch farbenblind und es ist der blaue Behälter. Wer weiß das schon? Hier unten ist auf jeden Fall kein Behälter. Mit denen, da kann ich nichts machen. Und auch hier in den Ecken und so steht keiner drin. Ha.
Ha. Ich sag mal nichts mehr zu der Sache hier. Jetzt stell ich echt mal vor, ich hätte den Greifhaken von Anfang an nicht mitgenommen. Cool. Warum gehst du direkt? So. So, Becky Line. Du nimmst jetzt noch mit, in weiser Voraussicht. Nur für den Fall, dass hier alles gleich vor die Hölle, zur Hölle geht. Du nimmst mit das hier. Das ist eigentlich das Wichtigste hier, was wir noch mitnehmen sollten. Auch wenn die Heilung eigentlich viel zu schade ist, um hier gelassen zu werden, und die Molotows auch. Aber Billy muss ja hier nochmal hinkommen, wenn er da gleich fertig ist. Und stehe ich nicht direkt davor? So. Alles okay da unten, Becky? So. Jetzt nur für den Fall, dass eine Level-Transition kommt. Mal schnell über die Items gehen. Also. Granatwerfer. Wichtig. Pistole, wichtig. Pistolmunition, wichtig. Heilung, wichtig. Magnum-Ammo, ganz, ganz wichtig. Billy hat die Pumpgun, wichtig. Munition für die Pumpgun, richtig. Munition, auch wichtig. Wieso habe ich hier richtig gesagt? Das Problem ist jetzt wieder der Greifhaken. Nehmen wir den mit. Es ist eigentlich zu risky, ihn nicht mitzunehmen. Auf der anderen Seite will ich aber ja auch die Molotows mitnehmen. Ja, dann werde ich mich wohl oder übel, schweren Herzens, sollte es zu einer Level-Transition kommen, von den Molotows verabschieden. Mit all dem anderen Zeug hier kann ich sogar leben, wenn wir es nicht mehr haben. Auch hier mit dem Farbband, scheiß drauf. Aber damit könnte ich eigentlich nicht leben. Aber gucken wir mal. This way. Okay. Ja, geil. Wow, wie unfair. Wie unfair. Wow.
What the fuck? Wie unfair. Was? Was zum Fick ist hier los? Hallo? Hallo, hallo, ich stampfe über euch drüber. Hallo. Hallo, ich stampfe über euch. Hallo. Hallo. Okay, du bist tot. Okay, du bist tot. Was ist mit dir? Okay. Das war weird. Die Molotows. Bitte keine Level Transition. Bitte gib mir die Möglichkeit, die ganzen Sachen hier noch mitzunehmen. Bitte gib mir die Möglichkeit, alles hier noch mitzunehmen. Bitte keine Level Transition. Bitte keine Level Transition. Bitte keine Level Transition! Was hat der denn da? Er hat die Magnum. Er hat die Magnum. Er hat das Eis. Ja, komm, nehmen wir es mit. Who the fuck cares? Rein damit. Who the fuck cares? I don't care anymore. Hier in die Ecke damit. Aus den Augen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Wisst ihr was? Weil ich mich schlecht fühle, wir holen jetzt noch das blaue Kraut ran. Kommt. Wenn wir jetzt schon die Möglichkeit haben, dann nehmen wir jetzt auch alles mit, was wir haben. Wir gehen jetzt noch schnell das blaue Kraut holen und hoffen, dass wir nicht angegriffen werden auf den Gängen. Wenn wir jetzt gleich angegriffen werden auf den Gängen, sind wir sofort hier raus.
dann scheiße ich auf das blaue Kraut, weil ich werde keine Munition an die Viecher verschwenden. Ah, oh, diese Schleimviecher sind ja mal... Ah. Okay, ich höre nichts. Dann haben wir jetzt wenigstens alles gleich in der Seilbahn. Eieieiei. Dass dieses Spiel keine Kisten hat, ne? Warum haben sie keine Kisten eingebaut? Warum? Warum haben die sich gedacht, dass das hier wesentlich cooler ist, wenn man keine Kisten einbaut? What? 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 Jo, Kollege, gib mir das. Oh ja. Oh ja. Oh, I can feel the power. I can feel the power that comes from this weapon. Wo soll es, Billy? Wo ist Billy? Wartet mal. Ich habe da gerade so eine sehr, sehr böse Vorahnung. Gib mir das noch und gib mir noch das Benzin. Die Seilbahn bleibt sogar hier. Ja, wunderbar. Ist hier ein Safe Room? Okay, hier oben muss ich wohl dann auch weiter. Lassen wir erstmal alles hier. Wir holen jetzt alles aus der Seilbahn erstmal raus. Die Magnum sieht aus wie eine stinknormale Pistole. Ich warte auf den Moment, wo du aufstehst, Dude. Wir holen nur die wichtigsten Sachen hier raus. Sprich, die beiden Sachen können auch direkt hier bleiben. So, hier liegen zwei grüne Kräuter, die lassen wir erstmal stehen. Die
Den lassen wir hier auch erstmal stehen. So. Nehmen wir erstmal wieder das Equipment hier mit. Und lassen den Rest hier. Ach Gott, wo ist Billy Boy? Okay, wo sind wir? Ich höre den Wind. What? Wo zur Hölle bin ich? Where the fuck am I? Mind your step. Yes, I know, but why? Where the fuck am I? Etwas wird angezeigt. Oh, das ist der Tyrant. Sind eine Kapsel aufbewahrt. Ja, das ist der Tyrant aus der Villa. Was gehört oder waren das meine eigenen Schritte? Oh Gott! Die! Die, die, die! Ich hätte die Magnum mitnehmen sollen. Nope. Nope, da, da. Da, da, da. Es reicht! Es reicht! Ja, geil! Ja, geil! Ja, geil! Ich brauche das grüne Kraut. Wer rechnet denn mit so einem Scheiß? Lass mich mal ganz schnell zurück hier. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Wow, mehr als echt nicht gereicht. Gut, nehme ich die Magnum mit. Als Backup Gun. Jetzt werde ich als nächstes rote Kräuter finden und werde mich in den Arsch beißen, aber hey, das war jetzt wichtig.
Oh, thank you. Oh, thank you. Oh, thank you. Mann, 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 ey. Normale Granaten. Gut, nehme ich mit. Ja, bitte. Schnell, lass mich speichern. Oh boy.